Hallo allerseits, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Mülheimer Transgruppe. Ja, ich war noch nie da und bin jetzt das erste Mal da und ja, bin halt auch ein bisschen aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was jetzt gleich so passiert, was da überhaupt die so richtig machen. Ich war da noch nie und war auch sonst noch nie in der Jugendgruppe jetzt für Trans und so. Und ja, mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob die heute stattfindet so genau, aber ich hoffe es. Und ja, ich denke mal, ich werde euch dann später davon weiter berichten und werden wir mal sehen. Das hier ist Louis. Louis kommt aus dem Ruhrgebiet und ist Schüler. Er weiß schon länger, dass er trans ist. Louis besucht den Trans-Treff des Mülheimer Together. Er findet jeden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr statt. Und zwar für Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren, wo sich jeder und jede ruhig trauen sollte, vorbeizuschauen. Da es hier viele nette Menschen gibt, die einen gut aufnehmen. Ja, ich komme hier hin, weil ich halt neue Leute kennenlernen möchte. Weil ich meine eigene Identität so ausleben kann, wie ich das möchte. Und ich auch so akzeptiert werde. Und auch mit männlichen Vornamen und Pronomen angesprochen werde. Ja, und weil man hier einfach Spaß haben kann. Und ja. Ich komme hierher, um mich mit anderen auszutauschen. Und einfach, weil man hier schon mal erproben kann, wie das ist, mit neuen Namen anzusprechen und mit den richtigen Pronomen. Und das hat mir einfach sehr, sehr viel gegeben. Und da ich das Gefühl gerne habe, komme ich auch immer wieder hier hin, weil ich mich auch mit den Leuten hier gut verstehe und es einfach Spaß macht, hier den Abend zu verbringen. Weil ich hier das eigentlich im Internet gefunden habe und ich von einem hier angeschrieben wurde und mir das eigentlich hier sehr gut gefällt. Ja, weil mich die Leute hier verstehen, auch die gleichen Interessen vielleicht teilweise teilen und ich mich einfach hier wohlfühle und ich hier so sein kann, wie ich will, mich so kleiden kann, wie ich will, wo das in manchen Fällen woanders halt noch nicht geht. Und es ist so schon fast mein zweites Zuhause geworden und ich gehe einfach sehr gerne hier hin. Die Transgruppe ist in erster Linie ein Jugendtreff und keine Selbsthilfegruppe. Der Spaß, das Miteinander und gemeinsam einen Wohlfühlraum zu schaffen, stehen im Vordergrund. Es wird gespielt, gekocht, gegessen und gequatscht. Aber natürlich gibt es auch gemeinsame Aktionen, zum Beispiel über Trans-Themen diskutieren und darüber aufzuklären. Denn nicht alles ist schwarz und weiß. Manche Männer haben eine Vagina. Die Idee, eine Transgruppe zu gründen, hatte Lenus. Lenus leitet die Gruppe. 2 Jahre sind es schon. Während meines Studiums habe ich Facharbeit geschrieben zum Thema Trans und habe da auch verschiedene Selbsthilfegruppen besucht und habe mich dann immer so gefragt, was machen eigentlich die jungen Leute? Also ich habe gedacht, okay, es gibt irgendwie gar nicht wirklich so einen Ort, wo jüngere Transmenschen zusammenkommen können. Die Transgruppe in Mülheim an der Ruhr ist die einzige für Jugendliche im Ruhrgebiet. Die Besucher und Besucherinnen müssen deshalb schon ganz schön viel Fahrzeit auf sich nehmen. Aber das lohnt sich. Ich glaube einfach, dass das einem viel Selbstsicherheit gibt, hier hinzukommen und endlich als jemand zu sehen, der man sein möchte und der man auch ist. Und dass man einfach immer im Gespräch ist mit anderen und immer irgendwie auch fragen kann und ehrliche Antworten auch von anderen bekommt. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. In dem Sinne viel gebracht. Mir haben Leute Tipps gegeben, wo ich hingehen kann. Psychologenmäßig, endokrinologenmäßig. Und ja, dadurch bin ich weiter auf meinen Weg gekommen. Ich finde das auch nett, dass sie mich hier begleiten, quasi. Mehr Selbstsicherheit halt, auch in der Identität auch. Und ja, halt, hab halt Leute kennengelernt und ja, so. Das ist halt gut für mich so. Also. Meine Familie steht so weitestgehend auch hinter mir und. Ein weiterer wichtiger Faktor ist neben dem Spaß auch der Austausch und die Beratung. Es gibt viel Raum für Fragen und Erfahrungen werden gern miteinander geteilt. Da wird schon mal der Tipp gegeben, welcher Therapeut und Arzt am besten sind. Und auch Außenstehende können sich hier informieren. Naja, und dann gibt es natürlich nicht nur die jungen Menschen selber, sondern da gibt es auch manchmal Eltern, die mitkommen und ja, vermehrt auch zurzeit Fachkräfte, die einfach mit einem großen Fragezeichen auf der Stirn ankommen, weil das Thema Trans in der Gesellschaft nicht so das Thema ist und da einfach ein bisschen Unterstützung. Und das ist notwendig, denn Transmenschen sind noch immer nicht so akzeptiert wie nötig. Und solange das so ist, ist es wichtig, dass es eine solche Gruppe gibt. Das hat auch Louis gemerkt.
Ja, hallo und guten Abend. Ich bin zurück von der Transgruppe. Bin total glücklich, dass ich da war. Es war wirklich toll. Ich habe mich gefreut und die Aufregung hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ich war ja sehr aufgeregt, aber ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Es war wirklich toll und ja, das war's.